Richard Wagner, Mein Leben, Folge 29. Ich hatte noch nie eine Partitur gesehen. Zu meiner Betrübnis entdeckte ich zwar, dass er weder von Beethoven noch von Mozart oder Weber etwas besaß, dagegen eine Unmasse von Werken, Messen und Kantaten von mir gänzlich unbekannten Komponisten, wie Sterkel, Stamitz, Steibelt und so weiter, von denen jedoch Flachs mir so viel Gutes zu sagen wusste, dass der Respekt, den ich im Allgemeinen vor Partituren empfand, mir über das Bedenken, nichts von meinen geliebten Meistern anzutreffen, hinweghalf. Später erfuhr ich allerdings, dass der gute Flachs in dem Besitz gerade dieser Partituren nur durch die Benutzung seiner Geistesschwäche von Seiten gewissenloser Spekulanten geraten war, welche ihm diese wertlosen Musikalien für teures Geld aufgeheftet hatten. Kurz, es waren Partituren und das war mir genug. Flachs ward mein intimster Umgang. Überall sah man den 16-jährigen, schmächtigen Jüngling mit der wunderlich wackelnden Flachsstange herumziehen, und meine damals einsame Familienwohnung nahm oft den sonderbaren Gast auf, der, bei Butterbrot und Käse, meine Kompositionen von mir sich vorspielen lassen musste und der dagegen mir einst eine Arie für Blasinstrumente arrangierte, welche von dem Musikchor in Kinschis Schweizerhütte zu meinem Staunen aufgeführt wurde. Dass dieser Mann nie auch nur etwas halbwegs Belehrendes gegen mich von sich geben konnte, fiel mir nicht auf. Ich war so fest in der Annahme von seiner Originalität, dass er mir diese durch nichts anderes als durch geduldiges Anhören meiner enthusiastischen Ergießungen zu dokumentieren hatte. Da sich mit der Zeit einige Bekannte meines Freundes zu mir gesellten, konnte es mir allerdings endlich nicht entgehen, dass mein guter Flachs als Schwachkopf und Narr von aller Welt behandelt wurde, doch stimmte mich dies zunächst mehr wehmütig, bis ein wunderliches Ereignis mich plötzlich zu der allgemeinen Ansicht über ihn bekehrte. Flachs besaß einiges Vermögen und wurde um dessen Willen von einem jungen, verdächtigen Frauenzimmer umgarnt, von welcher er sich heftig geliebt meinte. Plötzlich fand ich sein Haus mir verschlossen und staunend gewahrte ich, dass dies aus Eifersucht geschah. Die wunderbare Unheimlichkeit dieses Verhältnisses, wie es in dieser Art überhaupt zum ersten Mal meiner Erfahrung vorkam, erfüllte mich mit einem seltsamen Grauen. Der Wahnsinn meines Freundes ging mir plötzlich in einem grelleren Lichte, als es hier gewiss das Richtige war, auf. Ich schämte mich meiner langen Verblendung so sehr, dass man mich geraume Zeit in keinem Gartenkonzert mehr sah, aus Furcht, wieder in die Nähe meines falschen Kreisler zu geraten.